Moin Moin, ich bin's, Rouge83. Heute auf Lord Neuem Serve mich nur schon mal auf drauf komme. Was wir machen werden, ist zu erleben, wann es hier losgeht und was ihr von mir habt. All diesem wie unsere ersten Aufnahme für die neue Community von Lord Varus. Viele von euch wissen es, Lord Varus war Administrator auf Griefer Games und Lord Varus hat das Admin-Team bei Griefer Games verlassen und nun seinen eigenen Server gegründet. Eröffnet wird dieser Server am 15.02. und wir sind jetzt schon ganz gespannt, was uns alles erwartet. Und ich habe mir gedacht, schauen wir doch heute einfach direkt schon mal rein in den bisher laufenden Beta-Modus. Die Adresse lordvarus.de und ich werde auch direkt mit Namen begrüßt. Und es sind ein paar Spieler online. Direkt mal schauen, ob ich alte Bekannte sehe. Auf den ersten Blick noch nicht. So, was haben wir hier? Wir haben den Spawnpunkt und wie wir sehen, hat sich hier jemand richtig Mühe gegeben und wunderschöne Fassaden hochgezimmert mit Portalen drin. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob die Portale auch eine Funktion haben. Von daher laufen wir einfach mal direkt drauf zu. Mal ein kurzer Blick nach hinten. The Who steht da rum. Übrigens auch ein geiler Skin. The Who. Hi, hi. So, was haben wir denn hier? Ein riesengroßes Portal und wenn wir reinlaufen, passiert. Wie wir sehen, passiert nichts. Also ihr merkt schon, das, was heute passiert ist, dass wir gemeinsam diesen Server erkunden. Wir finden gemeinsam raus, was los ist. Ich habe selbst noch nicht hier wirklich gespielt. Das heißt, ich war mal ganz kurz drauf und habe mich mal umgeschaut, ob ich überhaupt drauf komme. Bin jetzt zum ersten Mal mit euch gemeinsam so richtig drauf. Das heißt, wir müssen erstmal rausfinden, wie das Ganze funktioniert. Ich sehe gerade, dass wir hier in der. Haben wir noch mehr? Nee, mehr haben wir nicht. Aber wir haben hier in der Leiste den Eimer Server-Auswahl. Ah. Rechte Maustaste. Okay, wähle dein Spiel. CW Mittelalter. Bauer und handle auf deinem eigenen Plot. Geschlossen, kommen wir wohl nicht rein. CW Future, das gleiche. CW Lava, quasi das richtige Lava Lord. Dann haben wir CW Metropolis. Joa. Oh, und wir haben ein Connection Lost. Das fängt ja gut an. Weg zur Serverlist, aktualisieren. Und mein WLAN ist weggebrochen. Das ist super. Es ist wieder da. Und da sind wir wieder. Also schnell den Eimer wieder auskippen. Oh, wir waren bei Metropolis. Klingt für mich nach Großstadt. 10x10 Mergeplot. Ah ja, Varus hat in einem seiner Streams darauf hingewiesen, dass es eine Art City-Build-Bereich gehen wird. Das muss dieses sein, Metropolis. Und dass man dort eben nicht mit einem kleinen Merge startet, sondern oder mit einem kleinen GS startet, sondern dass man direkt für anständige große Projekte dort einen 10x10er Merge-Plot bekommen kann. Da bin ich sehr gespannt drauf, als alter City-Build-Fan, was man da an Möglichkeiten hat und wie das da sich gestaltet mit den möglicherweise noch Erweitern vom 10x10er Merge oder was da alles möglich sein wird zu bauen. Aber leider, ihr seht es, auch derzeit geschlossen. CB Explore ist offen, laufe durch eine freie Welt und hol dir Bauland. Das klingt auch nicht schlecht. Was mich an den City-Build-Servern, ich baue gern City-Build, aber was mich immer stört, ist, dass es eine Flat World ist. Also letztlich keine Berge, keine Hügel, keine Höhlen, kein gar nichts. Letztlich einfach nur Plateau mit vielen Grundstücken. Und das macht es manchmal so ein bisschen, ja, öde. Ja, der ein oder andere baut sich eine schöne Landschaft auf, die ist dann aber plötzlich am Weg einfach abgeschnitten. Und wenn ich mir vorstelle, mitten in der freien Welt mir ein Grundstück holen zu können, das ich dann hoffentlich auch sichern kann vor anderen Mitspielern, damit ich Grief-sicher bin oder auch Scam-sicher bin, dann wäre CW Explore vielleicht sogar mein Favorit fürs zukünftige Spiel. Ja, PvP, die ultimative Schlacht. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin nicht der größte PvP-Held, deswegen weiß ich nicht, ob das was für mich bringt, aber hey, warum nicht? Und der Testserver nur für Bilder und Tester. Zugang nicht öffentlich. Gut, da haben wir wohl nichts zu suchen. Ja, so wie ich das sehe, ist das einzige offene derzeit CW Explorer. Dann gehen wir mal da rein. Solange fertig. Griefen verboten gleich Bann. Ja, zum Thema Bann hat heute am 3.2. mache ich gerade die Aufnahme, hat heute laut Varus in seinem Livestream auch etwas gesagt. Er hat gesagt, Griefer werden direkt mit einem Permaban belegt, wenn es nachweisbar ist. Gleiches gilt für Scammer. Also es wird nicht unterschieden zwischen Scam und Griefen. Letztlich ist beides auf diesem Server entgegen
viele andere Server strikt verboten und wird mit einem Permaban bestraft, der auch maximal dann aufhebbar ist, wenn ein Antrag per E-Mail gestellt wurde und, so wie ich ihn verstanden habe, auch ein persönliches Gespräch mit ihm geführt wurde. Das heißt, man sollte sich wohl 2 oder 3 oder sogar 10-mal überlegen, ob man hier griefen oder scammen will. Allerdings, wenn ich mir das erste Haus hier direkt vorne angucke, sieht das jetzt nicht unbedingt aus, als hätte das jemand so gebaut. Ich würde mal behaupten, hier wurde schon gegrieft. Aber es kommt direkt zum Vorschein, was ich mir gedacht habe. Wir sind in einer freien, offenen Welt. Es gibt hier Hügel, Landschaften, Bäume, wahrscheinlich auch sämtliche Biome vertreten. Das sieht übrigens auch schon gegrieft aus. Und das da vorne sieht irgendwie auch nicht ganz so aus, als wäre es im Sinne des Erfinders. Die ganze Landschaft hier sieht irgendwie gegrieft aus, aber das ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Jo, was kann ich noch sagen? Nicht viel. 15.02. ist der Start des Servers. Ich bin wirklich sehr, 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 sehr gespannt. Vor allen Dingen, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ich bin sicher, am Anfang wird es noch die ein oder anderen Anfangsschwierigkeiten geben. Oh, da hinten das Haus sieht mal ganz spannend aus. Das könnte fast schadensfrei sein. Anfangsschwierigkeiten geben. Ich bin gespannt, wie sich das hier mit Redstone verhält. Ich bin gespannt, wie sich hier gegebenenfalls ein Handelssystem etabliert. Auf welche Weise. Was die Ränge jetzt letztlich bedeuten, dafür werde ich mit Sicherheit nochmal ein extra Video machen, wo wir auf die Ränge eingehen, wo wir feststellen können, was kann eigentlich welcher Rang, was kostet welcher Rang, welcher Rang lohnt sich wirklich für einen Anfänger, für einen Fortgeschrittenen oder für einen, der dauerhaft hier spielen möchte. Und ja, wir können mal schauen, was es hier möglicherweise schon, ob es hier schon irgendwelche Befehle gibt. Slash EC. Okay, die Ender Chest hat er schon implementiert, also mit Slash EC kommen wir schon in die Ender Chest. Ich weiß nicht, ob wir Slash Near von anderen Servern übernommen haben. Nee, das geht nicht. Also man kann jetzt nicht schauen, wer in seiner Nähe ist. Slash P-Time Day. Habt ihr es gesehen? Am Horizont ist die Sonne aufgestiegen. Das heißt, und da steht es auch, Player Time is set to 6 Uhr morgens. Also, P-Time Date geht. P-Time Day, beziehungsweise den Tag einschalten. Aber ja, ist halt P-Time, also persönliche Zeit. Ändert nicht die Serverzeit. Das heißt, selbst wenn ihr nachts unterwegs seid und die Zeit auf Tag stellt, können überall Mobs spawnen. Davon gehe ich jetzt zumindest aus, wenn hier Mobs überhaupt an sind. Aber das werden wir noch herausfinden. Ja, was können wir noch probieren? Slash P-Claim. Nein, ungültige Eingabe. Okay, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, welche Befehle schon aktiv sind, welche Befehle noch folgen werden, aber ich verfolge Varus sehr, sehr zeitnah immer in seinen Streams. Ich schaue auf seine Homepage. Apropos Homepage, auch da ist schon ein wenig passiert. Wir haben. Ich habe es nicht mehr offen. Doch da. Auf lordvarus.de, der Bereich Ränge ist noch offline, soll im Laufe des Tages online kommen. Hier am 2., nein, am 3.2. Gibt aber schon diverse andere Seiten mit Support. Das Forum scheint schon aktiv zu sein. Genau, Regeln sind noch nicht da. Aber News. Okay. Ach, seht mal, das ist der Spawn, oder? Das ist doch, wo wir eben rumgelaufen sind. Das sieht ja von oben noch wesentlich cooler aus als von unten. Abgefahren, okay. Okay. Ja, so viel soll es erstmal sein. Viel mehr kann ich euch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Bleibt aber dabei. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, abonniert meinen Kanal. Ich versuche mehrere Videos zu veröffentlichen. Im besten Falle versuche ich das Ganze einmal pro Woche hinzubekommen und euch immer auf dem Stand zu halten. Und ihr könnt live miterleben, wie ich auf lordvarus.de von null anfange und versuche, mich anständig nach oben zu arbeiten. Ey, du Depp, komm zurück. Da war noch was. Du wolltest was anderes erzählen. Oh, sorry, du hast recht. Und da bin ich doch nochmal am Ende des Videos. Und zwar hat Lord Varus vorhin in seinem Stream bekannt gegeben, dass man hier im Hub Patenschaften für Bäume übernehmen kann. Die Idee kommt, glaube ich, eigentlich von Funny und Funny ist auch die erste Baumpatin. Wenn ihr nämlich hier im Hub runtergeht, die langen Treppen, oder ihr einfach die Abkürzung wählt und hofft, dass ihr nicht zu viel Schaden bekommt, dann. Ah, hier gibt es scheinbar keinen Schaden. Dann seht ihr, dass hier unten Bäume wachsen und für diese könnt ihr jetzt ab sofort Patenschaften übernehmen. Hier ist der Baum vom. Bunny, von Bunny, jawohl, Grüße gehen raus, Funny. Das war ein kleiner Versprecher. Die Patenschaft von Funny.
Er hat noch nicht geäußert, wie genau das laufen soll in Patenschaften. Das heißt, es ist möglich, dass hier eventuell ein Stream-Nightbot auswählt. Es kann sein, dass man Fragen beantworten muss. Es kann sein, dass es über die Spenden läuft, die man im Livestream gibt. Ich kann es nicht genau beantworten. War nicht so klar zu erkennen aus dem, was er gesagt hat. Aber er hatte große Lust, dieses Patenthema fortzuführen. Und ich sehe gerade, da ist sogar noch ein Patenschild. Jawohl. Jitink-Tattoo. J-Ting lest selbst. Was auch immer Tattoo hat auf jeden Fall auch schon einen Baum bekommen und in den nächsten Livestreams wollte er weitere Patenschaften vergeben und hier sehe ich schon einen Baum für Tipse. Okay, es läuft schneller an als gedacht. Auf jeden Fall schaut in den nächsten Streams von Lord Varus und versucht euch einen dieser Bäume zu sichern. Ich werde selbst mitmachen und hoffe, dass ich irgendwo einen Rouge 38, Rouge 83 Baum für euch, für mich platzieren kann. Bis dann, euer Rouge 83.